Ja, nur nochmal der Fairness halber will ich jetzt nochmal ein Video machen zu The Division 2, der Open Beta am PC bzw. Laptop bei mir und dem HP Home mit einer GTX 1070 und von vorne quasi halt. Ja. Ich habe jetzt schon ein Video gemacht auf der PlayStation 4 Pro, von vorne bis zur ersten Safe Zone sozusagen. Und hat jetzt auch ein PC-Video schon gemacht, allerdings von der zweiten Safe Zone aus. Deswegen will ich einfach, dass man einen direkten Vergleich hat, jetzt nochmal von dem Gebiet, das man durchläuft, vom PC zur Konsole quasi. Die Konsole war ich sehr enttäuscht gewesen von der Performance. 30 FPS ist für mich für einen Shooter, auch wenn es ein Deckungsshooter ist, kein... Also No-Go letztendlich, komme ich nicht klar mit. Das zerstört die Atmosphäre, finde ich. Und da erwarte ich zumindest von den Top-Konsolen, also sprich der PS4 Pro oder der Xbox One X, 60 FPS oder zumindest sehr flüssiges Gameplay. Und das wird definitiv nicht geboten. Auf dem PC sieht es deutlich besser aus. Wie gesagt, das ist jetzt nur in Anführungsstrichen eine 1070 GTX und ein Gaming Notebook mit 16 GB RAM SHD Emergency Channel. Und eine i7 7700 als Flash Priority. The base of operations is under attack. Hostile forces have breached our southern perimeter. We are in need of immediate assistance. Repeat, need immediate assistance from any nearby agents. Lange Zeit oder knapp 59, zumindest 58. Aber das sieht deutlich weicher aus, also ich butterweich im Vergleich zur Konsolenversion. Und auch hier haben wir ganz viele Partikeleffekte, Überstrahleffekte etc. Okay, dann würde ich sagen, laufen wir mal los und gucken uns das Gebiet wieder an. Ach, Moment, da habe ich ja schon mal gesehen, bei der Closed Beta, dass man ja auch ein bisschen Ball spielen kann. Ich vermute mal, die Idee haben sie geklaut bei Destiny 2, da gibt es ja auch in dieser einen Zone, weiß gar nicht, wie ich die Zone nenne, ist ja egal, auf jeden Fall gab es da auch einen Ball sogar mit zwei Toren und da konnte man tatsächlich in der Lobby sozusagen Fußball spielen. Coole Idee eigentlich, das haben die jetzt hier bei The Division übernommen, wie es aussieht, diese Idee. Okay. Wasser sieht auch hübsch aus, also so grafisch. Sieht das Spiel echt hübsch aus, kann man sagen. Sind jetzt nicht die Ultra-Einstellungen hier auf dem Gaming-Notebook. Oh, lass den Kerl da in Ruhe. So, was hast du jetzt davon? Das waren glaube ich nur die beiden. Dem armen Kerl kann ich aber trotzdem nicht mehr helfen, wie es aussieht. Sorry. Oh, da ist nichts zu machen. Holiday Market Jewelry. Ja, sieht schon cool aus mit diesen Überblendeffekten, wo von der Sonne geblendet wird durch so ein günstiges Areal. Auch hier. Ist schon, macht schon was her, grafisch auf jeden Fall. Auf der Konsole nicht ganz so, die kommt einfach nicht mit. Trotz Pro und Pro, trotz X und was weiß ich, ja. All government personnel, the White House is under attack. This is not a drill. Repeat, this is not a drill. Kommen wir von hin, kann man so weit werfen. Agent heading north toward the White House. Looks like they've cut down a group of hyenas and are headed this way.
Agent, if you can hear us on this frequency, keep pushing forward and blindside these bastards. Ja, das ist jetzt die dritte Aufnahme mittlerweile am Nordburg. Die ruhen sich alle noch aus und liegen rum. Das ist, falls jetzt ein Kind ja zuschaut, um Gottes Willen. Die machen ja nur Picknicks ein bisschen. Und auch da oben ist einfach nur die feiern da eine kleine Party scheinbar und erstmal Raketen steigen. Der Konsole war hier, glaube ich, auch so viel Müll und später ganz im Wasser gewesen. Und auch das Wasser, wie es sich bewegt, wie es animiert ist, wenn ich hier durchlaufe, das ist auf der Konsole auch nicht so schön. Das sieht direkt von oben ein bisschen merkwürdig aus, als würde ich Eis kaputt treten, sag ich mal, also mit Eiswasser. Aber im Großen und Ganzen hübsch gemacht. Ei, 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 ei. Bleib doch stehen. Oder mal hin. Ich wollte doch eigentlich hier die Kanister nutzen. Jetzt muss ich quasi zum dritten Mal durchlaufen, muss das Ganze mal wissen. Die Fensterstelle noch verknüpfen oder so, ne? Die Seite wollen wir irgendwas. Jetzt fliegen wir die Kugeln in die Ohren, vielleicht noch eine Granate werfen. Ich sehe nichts. Das haben die extra gemacht. Es macht durchaus Sinn, die Gebete mehrfach mal zu durchlaufen, um einfach so auch alles mitzunehmen und alles zu sehen, was einem so dargeboten wird. Die Level-Designer machen sich ja schon viel Gedanken und deswegen bin ich kein Freund davon, einfach durch die Levels zu rennen und das schnell von A nach B zu kommen. Wartet mal kurz auf mich, mal gucken, ob ich die Flaschen erwischen kann. Ich hab gesagt, ihr sollt warten, bitte. Granaten habe ich keine mehr. Ist hier rechts auch noch einer? Hörst du auf? Was hast du jetzt davon? Das ist bestimmt unangenehm, wenn man zu Kreuzfeuer genommen wird. Vorne und von hinten. Ich spiele das Ganze jetzt auch mit dem Controller, also Microsoft Controller, damit ich den Vergleich habe zur Konsolenversion von der PS4. Jetzt habe ich logischerweise auch mit dem Controller gespielt. Wo ist denn noch jemand? Tut mir leid, aber wenn du auf mich schießt. Thank you.
Okay, das waren sie wohl alle. There's the agent. Get that fire out. Ja. Da bin ich. Das Ganze wird aufgenommen jetzt mit Shadowplay, also diese GeForce Experience Software. Ich hatte ein bisschen Probleme mit meinem Gaming-Notebook, wenn ich mit OBS aufgenommen habe und Facecam und dann vielleicht noch Hintergrund wegmachen und so. Dann hatte ich zwar nicht im Spiel bei mir irgendwelche Ruckler gehabt oder so, da lief alles sauber, aber das Video an sich war dann im Spielebereich zumindest abgehakt oder hat geruckelt oder was auch immer. Ganz merkwürdig. Also bei der Aufnahme beim Spiel habe ich gar nichts gemerkt davon. Scheint also mit Shadowplay hier, mit das Ganze über die GPU läuft, is you. Besser zu funktionieren. Welcome to DC. I'm Manny. I run comms. I'm guessing the division alert brought you here. Damn glad to see you. Let me show you exactly how screwed damn you are. Damn glad to see you. Okay. Ever since the way, agent, head downstairs and check in with the quartermaster. He can get you set up with some division tech. Das gefällt mir wirklich gut, was so diese Lichteffekte auf den Fliesen hier zum Beispiel. Das sieht schon toll aus. Portable electronic device detected. All personnel may now return to regular workstations. The threat has been neutralized. For more information, talk to your task manager. Das ist schon schön atmosphärisch, wobei die Nicht-Spieler-Charaktere, sag ich mal, gegen die wir gerade gekämpft haben, die verhalten sich nicht besonders intelligent. Also werden angeschossen oder eine Granate kommt geflogen und reagieren eigentlich gar nicht großartig drauf. Aber gut. Try and get some more exercise. 99.7. Nase juckt. No, same old shit. Denkt wahrscheinlich jemand anders, wobei die Uhrzeit eher ungewöhnlich. Ist schon fast wieder 2:30, man, ich muss ins Bett. Hello? Ja. Auch hello. Das finde ich so ein bisschen, das ist immer so ein bisschen nicht intuitiv, wenn ich hier das Menü Fähigkeit X gedrückt halten. Okay. Komm over here. Weiter. Okay. Tutorial beenden. Hey, Agent, come check this out. I need a vacation. Ja, ja, ich auch. Ja, urlaubsreif. Das lese ich mir alles noch mit Ruhe durch, wenn dann die finale Version da ist. Wie kann ich denn da schon mal legt? Kann man es freischalten? Howdy! Howdy, ja, howdy. Confiscated. The theater settlement is off to the east. You probably run into some trouble along the way. You'll have to do this block by block. Ja, also wie gesagt, das hat es schon in den anderen Videos erwähnt, diese dreidimensionale Karte finde ich richtig klasse in dem Spiel, auch schon im Vorgänger, dass man so ranzoomen kann ganz weit und alles dreidimensional dargestellt wird. Kann man seine Wegpunkte setzen zu Missionszielen, das ist jetzt hier schon gesetzt, zu dieser nächsten Safe Zone hier, in dieser Siedlung. Da müssen wir jetzt also hinmarschieren. The neighborhoods you'll be moving through are high in the territory.
They're a bunch of vicious assholes who prey on the weak and vulnerable and kill for kicks. And they destroy whatever they can't steal for themselves. They've been an especially serious problem for the theater settlement. Given our situation, we need the help of the settlements. But they can't do much if they're struggling to survive. So see what you can do to take some pressure off them. But don't forget that we have to get the Shade Network back to full strength. In a lot of places, the division has been the only thing holding people together. But where DC is the priority, most agents are completely cut off. They're not gonna last long without support. Exiting safe area. Shit! Out of ammo! Safety ammo. Alright, now I'm back! Stay the fuck away! Nicht ganz, wie gesagt. Bisschen schon natürlich. Let's get going. Ja, let's get going. Ich hoffe, ich habe das Mikrofon laut genug eingestellt. Kann noch ein bisschen näher dran gehen. Ich habe hier dieses Blue, also von Blue ist die Marke. Electronic device detected. Yeti, Jedi oder wie auch immer man das aussprechen mag. Und muss sagen, ich bin echt begeistert von der Soundqualität. Out of the box, also muss man gar nichts nachregeln irgendwie. Also finde ich zumindest. Ich werde auch jetzt nichts tun. Jetzt nicht übertreiben im Aufwand. Du, das sind böse Jungs, glaube ich. Da müssten wir was hinwerfen. Habe ich eine? Launching Grenade! Tut's mir gleich sozusagen. Was dürften sie gewesen sein? Soll ich jetzt reinlaufen? Das ist irgendwie gefährlich. Ein bisschen die Visuals anschauen. Ja. Also ich konnte durch die Autoscheiben schießen, das finde ich schon mal gut. Nicht, dass die irgendwie panzerglasmäßig und man kann nicht durch die Scheiben schießen, das ist auch ein bisschen blöd. Schon nachgeladen. Nee. So, wir folgen dem roten bzw. orangefarbenen Faden. Presse ist auch da, sehr schön. Sind das böse Jungs? Ist böse. Oh. Das gibt's ja. Nee, das tut mir schon. Entschuldigung. Aber trotzdem in aller Seelenruhe da runtergeklettert. Trotz Beschuss. What did you do? Gotta get a new man. Ein paar Flaschen mitschieben. Warte doch mal, ich will Flaschen. Schießen. Das macht mir Spaß. Ne, also ich muss sagen, am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, habe gedacht, naja, schon wieder sowas in der Art, aber das kann ich jetzt kurz sagen. Also auf jeden Fall, jetzt wo ich das dritte Mal quasi oder mit der Konsole zusammen vielleicht das vierte Mal jetzt anspiele für diese Videogeschichte hier, dann fällt mir von Mal zu Mal besser, muss ich sagen. Jetzt habe ich hier uns alarmiert, ja. Wahrscheinlich auch so ein Messerangriff oder sowas. Wechseln, wie geht das? Das ist schon mal Pistole und... Hä? Wie kann ich mir die Waffe wechseln? Doppel. Zweimal auf Y drücken. Ne? Drückt
Kontakt halten. Oh Gott, also normalerweise einfach mit Y wird die Waffe gewechselt. Okay, jetzt geht's komischerweise auch, aber jetzt wieder nicht. Hallo? Zurückwechseln geht wieder mit einmal drücken. Okay, verstehe ich nicht, aber ist halt so. Müssen wir erst mal mit leben. There's no escaping me! Warte kurz. Warte kurz, bitte. Nein, es sind keine Flöhe. Ich hatte einfach die Koffer gejuckt, den müssen trockene Koffer zur Zeit irgendwie. Gut, wir laufen mal in die Safe Zone und dann machen wir Ende. Machen wir Schluss für heute. Das können wir jetzt nochmal Gegner warnen, ich glaube schon. Hundi, hi Hundi. Ja, also es läuft hier stabil, selbst auf meinem Gaming-Notebook. Hm, ja, ich kann es auch nicht beleben. Komm, raus aus der Deckung und weiter geht's. Oh, das sieht wirklich böse aus, ja. Go detected. Come on already. Ja, ich komme an. Ich komme an. Echos, guck mal uns jetzt nicht an. Wir wollen ja nochmal kurz hier durch den Abschnitt laufen. Coming up in the theater settlement. The woman who runs it is named ernsthaftes Gameplay mache ich dann sowieso erst, wenn das finale Spiel raus ist und ich dazu komme. Safe area detected. What's up, Agent? Good to see you. Yes, it's always good to see me. Huh? Nice to see you. Yes, very nice. Okay, ich würde sagen, nein, ich möchte nicht dealen, jetzt nicht und heute. Alles, was ich brauche, ist ein Bett. Und zwar schnell. Jetzt nehme ich dir auf. Ja. Ich muss mich entschuldigen. Ich habe dich angehandelt. Der hat die Knarren hier auf der Couch stehen. Waffen, ne? Typisch Amerikaner. Du rauchst eine Zigarette oder was?
Das sitzt noch rum. Komm, ich höre jetzt auf für heute. Dann sage ich mal gute Nacht. Und ich hoffe, euch... Okay, euch... konnte der Vergleich Konsole zu PC vielleicht so ein bisschen weiterhelfen? Gibt es natürlich viele professionelle Vergleiche auch, aber jetzt habe ich es bei mir, zumindest für mich, 1:1 mal überprüft. Dafür ist so eine Open Beta natürlich super, dass man es überprüfen kann. War ja ziemlich ärgerlich, ich hätte es für die Konsole gekauft vielleicht und dann mich über die miese Performance geärgert. Okay, also dann, macht's mal gut und ciao.